Der weibliche Orgasmus. Warum sie nicht loslassen konnte und wie sie den weiblichen Orgasmus für sich gefunden hat. Darüber möchte ich heute sprechen und ich spreche von sie, weil es geht um eine Frau, die bei mir in der Praxis war. Und sie hat eine sehr spannende Reise erlebt. Eine Reise zu ihrem weiblichen Orgasmus. Kurz zum Hintergrund, sie war Mitte 30. Und sie hatte bis dato noch nie den weiblichen Orgasmus erlebt. Sie ist auch aktuell in einer Beziehung tatsächlich, hatte davor auch Beziehungen, war verliebt, fühlte sich hingezogen zu den Männern, also auch sexuell. Aber wann immer es sehr intim wurde, war es wirklich wie so eine Blockade und es kam nicht zu diesem Orgasmus. So. Und tatsächlich ist das gar keine Seltenheit, denn laut Studio, so heißt es, 50% aller Frauen haben tatsächlich ein Thema, ein Problem, einen weiblichen Orgasmus zu erfahren. 10% berichten sogar davon, dass sie noch nie einen Orgasmus erlebt haben. Und so eben auch meine Klientin. Und ja, sie wollte gerne herausfinden, wie sie es schafft, wirklich loszulassen, seelisch, emotional. Und eben auch körperlich, damit sie dieses Abenteuer für sich erleben kann. Und ich möchte hier kurz erklären, wie dieser Verlauf ablief. Also welche Emotionen, welche Trauma dahinter steckten, dass sie eben das nicht erleben konnte und eben auch, wie sie es auflösen konnte. Denn ja, wenn du jetzt jemanden kennst, vielleicht bist du es auch selber, vielleicht kennst du jemanden mit der gleichen Thematik, ja, das nicht loslassen können in diesen intimen Momenten, dann ja, melde dich doch gerne. Oder schicke dieses Video weiter, denn vielleicht resonierst du ja mit einem oder dem anderen Thema, welches meine Klientin hatte, und kannst dann eben auch in die innere Arbeit gehen, ja, in den Prozess der emotionalen Auflösung. Okay. Ich gucke kurz auf meinen Spickzettel, weil der Prozess war tatsächlich jetzt über mehrere Wochen und das möchte ich auch noch mal kurz vorher gesagt haben. Also innere Arbeit ist nicht, oder ich sag mal so, eine 180-Grad-Drehung ist häufig nicht innerhalb von einer Sitzung möglich. Ja. Es ist ein Riesenanfang und oft ist da wirklich so ein Tor wird aufgesprengt. Aber es geht dann auch darum, sein Gehirn umzutrainieren, seinen Körper umzutrainieren. Wenn man sich seit Jahren, Jahrzehnten etwas antrainiert hat, dauert es manchmal. Und deswegen möchte ich dich motivieren, es nicht nur bei diesem Video zu belassen, sondern wirklich in die tägliche Praxis zu gehen. Okay, also bei meiner Freundin, Klientin, wollte ich sagen, ist Folgendes passiert. Also sie kam eben in die Praxis und berichtete davon, dass sie noch nie einen Orgasmus erlebt hatte. Und bei ihr war eine unglaubliche Traurigkeit mit im Spiel. Sie war traurig darüber, dass es eben noch nicht passiert ist. Sie ist traurig darüber, dass sie sich selber das Geschenk noch nicht machen konnte, aber eben auch noch nicht ihrem aktuellen Freund. Und wir sind dann in die Hypnose gegangen, sprich eine Entspannung. Und wenn wir eben entspannt sind, dann fühlen wir viel, viel besser. Und Gefühle können sich auflösen. Und das können sie, indem wir sie liebevoll annehmen. Und das hat sie getan. Und sie hat stark geweint, sie war sehr, sehr traurig. Und sie merkte dann aber, als sie sich selber dort so traurig sah, weil war auch sehr visuell, sprich, wir konnten sie auch wirklich in diese Position bringen, dass sie sich selber beobachtet und dass sie sich selber trauern sah, merkte sie, wie diese Trauer mit den ganzen ja, Ausbrüchen des Weins plötzlich sich veränderte in Wut. Und plötzlich merkte sie ist so unfassbar wütend auf die Gesellschaft, auf wie sie mit Sex umgehen, dass sie das eben nicht offen ansprechen, dass da keine Authentizität herrscht, sondern so viel Geheimnistuerei, dass man nicht richtig aufgeklärt wird, dass es die Pornoindustrie gibt, die einfach so viel Lügen verfilmt, ja. Sie war wütend auf diese Leistungsgesellschaft, wenn es darum geht, wie eine Frau aussehen muss. Sie war wütend, also sie war auf so vieles wütend und das natürlich auch meiner Meinung nach zu Recht. Sie war wütend auf sich selber, dass sie sich so viel Druck gemacht hat, dass sie sich ihren Körper so verurteilt hat.
und nur als Sexobjekt quasi gesehen hat, ich muss jetzt funktionieren als Sexobjekt, und hat ihn gar nicht mehr als einen großen Teil von ihr angesehen. Und all diese Wut hat sie dann erstmal Ausdruck gegeben. Ja, es hat bestimmt 10 Minuten gedauert. Sie war so wütend. Sie hat vor ihrem inneren Auge, hat sie, keine Ahnung, die betroffenen Menschen, hat sie gehauen. Sie hat teilweise auch sich selber vor dem inneren Auge gehauen, ja, geschlagen. Und ich muss sagen, ich unterstütze das so weit, weil es ist am Ende wichtig, dass die Emotion Wut rauskommt. Und Wut gegen sich selbst ist Gift pur, aber es ist besser, dass man eben so kurz cool und knackig mal eben sie zu machen, so 10 Minuten lang, anstatt dass sie es unbewusst die ganze Zeit macht, weil das hatte sie bis dato getan. Ja, Wut immer gegen sich selbst gerichtet, weil sie ja nicht so funktioniert hat, wie es die Gesellschaft erwartet. Genau, so, und dann. Und ich erzähle jetzt übrigens von einem Prozess, der verlief über mehrere Sitzungen. Das ist jetzt nicht eine Sitzung, ne? Okay, aber nach der Trauer, nach der Wutsitzung merkte sie, wurde sie schon emotional ruhiger, und sie fing an, sich selber mehr zu schätzen. Das heißt, ab dem Moment fing sie auch an, jeden Abend sich selber anzuschauen, auch ihre Vagina sich anzuschauen und zu sehen, hey, das ist ein Teil von mir. Aber mit dieser Erfahrung, sich selber mal anzuschauen, kam eben auch das Thema Scham hoch. Und das ging dann in der zweiten Sitzung, dass wir dann wirklich das Thema, das Gefühl von Scham wirklich analysiert haben. Und bei ihr war vor allem eine Scham da gegenüber ihrer Familie. Ja, also was würde ihre Familie denken, wenn sie sehen, erfahren, dass sie eben auch ein sexuelles Leben hat. Und was wir dann gemacht haben, wir haben sie, also sie hat sie einfach nur vorgestellt, ja, dass die Eltern und die Familie im Wissen, dass sie eine sexuelle, lustige Frau ist, einfach nur anschauen lassen. Und die Scham, boah, die ist so gemein. Ja. Die Scham ist so, das ist ja die Angst, falsch zu sein. Übersetzt ist Scham Angst, falsch zu sein. Die hat sie wirklich so zerdrückt und oh, die war so zäh und so gemein. Nun ja, und das auch musste sie einfach nur ertragen. Ja? Weil darum geht es, wie mit jedem Gefühl, es muss einfach nur durchlebt werden. Und das nicht auf eine Art, ich durchlebe es jetzt, weil ich weiß, das wird mir hier im Video gesagt, das soll ich so machen, sondern wirklich als, wow, faszinierend, was da gerade in meinem Körper passiert. Ich will das beobachten, ich will das zulassen, ich will sehen, wie sich Scham weiterentwickelt, wenn ich es wirklich liebevoll annehme. Gesagt, getan, sie hat es getan. Und ja, danach hat sich auch die Scham aufgelöst. Und auch dann, nach der Scham, kam ein Wutanfall, ein Wut auf ihre Familie, dass sie eben das Thema nie richtig oft angesprochen haben und dass sie eben nie wirklich eine gesunde Beziehung zu Sex und zu ihrer weiblichen Lust aufbauen konnte. Genau. Und dann kam eine dritte Sitzung und da war das Thema Vertrauen ein großes Spiel. Denn sie hat zwar gesagt im Vorfeld, ich vertraue meinem Partner hundertprozentig, aber als sie sich kollektiv die Männerwelt vorgestellt hat, hat sie eine unfassbaren ja, Misstrauen und auch wieder Angst erlebt. Ja, irgendwie hat sie Gewalt gespürt, sie hat Brutalität gespürt, sie hat Unterdrückung gespürt. Und das lag nicht an ihrem jetzigen Freund. Das war einfach die Projektion, welche sie vielleicht aus ihrer Ahnenkette hat. Diese Projektion auf Männer hat sie dann auch auf ihre Partner, und die können noch so liebevoll sein, gelegt. Genau, und da war auch einfach unfassbare Angst, Misstrauen und da passierte was ganz, ganz Spannendes. Also sie war halt in dieser Angst, sie hat die Angst angenommen und plötzlich merkte sie, wie auf der linken Seite von ihr auf einmal Männer auftauchten. Und das waren Männer, die waren unfassbar liebevoll in ihrem Blick, in ihrer Art, in ihrem Wesen. Und sie hatten sowas Vaterhaftiges. Und ihr erster Impuls war, das sind meine Väter.
Das sind meine Väter aus meiner Vergangenheit. Und dann sprachen diese Menschen oder die Männer auch mit ihr und haben ihr einfach so viel Vaterliebe entgegengebracht. So viel, wir respektieren dich, du bist das Beste, wir sind so stolz auf dich. Und ja, also, und was dahinter steckte, war einfach diese Angst in männliche Energie, in Männer. Und das konnte sie eben jetzt zum Auflösen, dadurch, dass sie so viel Vaterliebe erfahren hat. Und sie sagt auch noch heute, ihre Väter, am Anfang waren es vier vor ihrem anderen Auge, sind wirklich wie ein Begleiter jetzt. Also wann immer sie unsicher ist, stellt sie sich einfach ihre Väter aus der Vergangenheit vor oder aus ihrem früheren Leben vor. Und ja, und merkt dadurch, wie sie in die Freude, in den Genuss kommt. Genau. Und jetzt kommt die vierte Sitzung und da ist sie auch immer noch drin. Es ist das Vertrauen in sich selbst zu gewinnen. Und deswegen sage ich auch, es ist oder es kann, ne? Es ist kein, so ist es immer. Und zwar dieses Vertrauen in sich selbst. Vertrauen kann man vor allem dann gewinnen, wenn man Erfahrungen sammelt, positive Erfahrungen sammelt. Bei ihr ist es so, seit wie lange fing sie an? 25 Jahre Sexerfahrung. Sie hat immer die Erfahrung gemacht, ich kann das nicht, ich komme nicht kommen, ich kann nicht kommen, ich kann nicht kommen, ich kann nicht loslassen. Und da hat sie jetzt eben die Aufgabe bekommen, in sich zu vertrauen. Und wir haben dann auch damit gespielt, so zu visualisieren, hey, wie wäre es denn, wenn du kommst? Wie ist denn das Gefühl danach? Und was sie jetzt tut, ist, sie visualisiert sich selber, wie sie kommt. Denn unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen wirklicher Erfahrung und die pure Imagination. Bedeutet jetzt dadurch, dass sie die tägliche Übung macht, ja, sich selber vorzustellen, wie es ist, glaubt ihr Unterbewusstsein irgendwann nicht mehr diesen falschen und die Lüge, ich kann nicht kommen. Genau. Und jetzt habe ich tatsächlich gestern den Anruf bekommen, dass sie ihren ersten Orgasmus hatte. Und ja, die ist super, super glücklich. Und ich bin super, super glücklich. Und das habe ich direkt mit zum Anlass genommen, um das hier euch mitzuteilen. Und ja, also wenn du dich inspiriert fühlst, schick es gerne weiter. Abonnier diesen Kanal, wenn du mehr Techniken erfahren möchtest, wie du loslässt, ja, sei es Verhaltensweisen, sei es Emotionen, sei es Materielles oder auch eine Partnerschaft, wenn es dir da schwerfällt, loszulassen. Ich begleite dich gerne. Und dann, ja, und ich habe auf meiner Webseite ein kleines Geschenk für dich, denn ich weiß, es ist manchmal nicht so leicht, Emotionen loszulassen, so wie ich es hier gerade im Beispiel mitgeteilt habe. Das heißt, wenn du mal üben möchtest, mit Emotionen umzugehen und sie zu fühlen, dann habe ich eine kleine geführte Meditation auf meiner Webseite, jutta-reinke.de. Und dann kannst du es runterladen, ausprobieren und mir gerne ein Feedback hinterlassen. Danke fürs Zuhören.